Guten Morgen. Auch für heute ist wieder eine kleine Unternehmung geplant auf der Insel Usedom. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof und wollen mal mit der Bahn nach Swinemünde fahren und uns mal Swinemünde anschauen. Letztens waren wir schon kurz mit dem Rad da, so am Stadtrand, am Strand auch, hat uns sehr gut gefallen. Und jetzt wollen wir das mal ein bisschen näher bekunden, auskundschaften. Und ja, wollen wir mal machen und dann werden wir mal von unterwegs berichten. So, jetzt sind wir hier am Hauptbahnhof Zinnowitz und warten auf unseren Zug nach Swinemünde. Hier gleich. So, die Fahrtrichtung. Ja. Wie lang fährt denn der? So lang? Im Hintergrund sehen wir hier Karls Erlebnisdorf. Da waren wir letztes Jahr im November, als wir hier waren, auch mal Marmelade kaufen. Ja. Das ist es. Der Baumwipfelfahrt. Ja. Heringsdorf Hauptbahnhof. Also es ist. Das ist hier Alpe Grenze. Mhm. So, wir sind jetzt hier so an der Promenade in Swinemünde. Ja. Hier waren wir letztes Jahr auch schon mit den Fahrrädern lang gekommen. So, diesmal sind wir halt zu Fuß hier. Oh, schauen wir mal, wie das so geht. Gut, soll man jetzt hier weitergehen? Aha, Richtung Wasser. Ja. Okay. So, hier weiter auf der Promenade hier in Swinemünde. Heute ist das Wetter bestens, ordentlich Sonnenschein, schön warm und die Menschen flanieren, genau wie wir. Ja, ist hier so eine kleine mondäne Ecke hier in Swinemünde.
sich mal hier eben die Schuhe ausziehen. Christina auch. Jetzt müssen wir ein bisschen durchs Wasser warten hier. Schwienemünde an der Mündung der Schwiene. Ja, und das ist hier eine Mühle. Vielleicht ist auch ein Leuchtturm. Nee, der Leuchtturm steht da hinten. So, mal gucken jetzt hier, wie das hier geht. Was die Frau macht. In Swinemünde. Ach, die kenne ich da vorne. Da ist 31. So, der Besuch in Swinemünde ist beendet. Jetzt fahren wir am Ende noch mal schön was essen bei Kalinka. Ja, inzwischen sitzen wir wieder in der Bahn hier und warten auf die Abfahrt, dauert noch ein paar Minuten. Und jetzt fahren wir los und dann sind wir wieder in Zinnowitz. Und dann schauen wir mal, was wir machen werden. Also, okidoki. Okay.